So, liebe Leute, weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. So, auf jeden Fall läuft sobald wieder alles im Internet und alles drum und dran. Das, was in der letzten Folge ja so ein bisschen gespackt hat, aber jetzt funktioniert alles soweit, wie ich das möchte. So, drücken Sie X, um Gegner zu betäuben. Okay. Na, müssen wir sogar euch wahrscheinlich situationsbedingt entscheiden. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. Wir sind mit, also wir sind am Anfang der Sequenz 2, es ist nicht wirklich viel passiert. Stellick & Co. Quaiden. Genau, in der letzten Folge sind wir mit dem Zug noch quasi so ein bisschen entkommen. Der Hof. Quartier der Wache. Brewsters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. Komm her, mein Freund. Gute Nacht. Deckungsattentat. Zack. Es ist Zeit für die Ablenkung. So, wir sollen die Lokomotive abkoppeln. Gute Nacht. Unterwegs, Sir David. Ein freies Zielen zum Kopf für den kritischen Schaden. Okay. Ach, ja, mit, genau, mit Z2 und so hoch. Hallo Jungs. So, den habe ich aber sehen, den einen. Aber den kriege ich noch. Klack, klack, klack. Mit dem Besenstiel. Ja, mit dem Stock hier auch noch. Da hinten war noch eine Schatzkiste oder sowas. Ich guck mir die kurz im an. Ne, okay. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, wir sind jetzt mit meinem Charakter unterwegs. Ah, ist egal. Nö, das. Wir verschwinden von hier, sobald der Zug abfährt. Ich lerne wahrscheinlich jetzt hier, wie war. Na, ja, der wird gar nicht wahr. Klack, klack. Und bye bye, mein Freund. Abflug. So, da ist jetzt nochmal so eine Schatzkiste. Moin. Keiner hindert mich daran, dass ich hier irgendwas looten soll. Oder looten kann. Na ja, Wurfmesser. Leicht zwei.
Oh, und hepp. Nur mal mit dem Weg nach oben. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Na, lecker. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Ding hier mal fest... Einmal ein paar Mal feste draufhauen und tschüss. Das beschäftigt mich, während ich ins Labor schleiche. Haha, adios, bye bye. So, okay. Dann haben wir die Lokomotive abgekoppelt. Und wir sollen wohl irgendwo reinschleichen. Quaiden Stadium. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar, ich rufe, falls es Ärger gibt. Ob du noch zum Rufen kommst, mein Freund, das weiß ich nicht. Erstmal einen Überblick verschaffen. Ja, das wäre... Kann ich vorsichtig genug sein? Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Das Problem, wenn ich die jetzt alle natürlich nach... Ich könnte jetzt versuchen, alle nachher noch wegzukriegen. Versuch es natürlich jetzt auch. Klar. Mein Freund. Gute Nacht. So, den einen da noch, den habe ich doch gesehen. Gute Nacht, mein Freund. Gott, die anderen Jungs sind jetzt in den Tunnel rein. Das ist jetzt für mich eher uninteressant gerade so ein bisschen. Kann man hier? Kann man das looten? Kann ich das mitnehmen? Nö, kann ich nicht. Ist auch dann egal. Okay, wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, da hoch. Oh, hier ist noch ein Gegner. Hier wäre noch ein Gegner. War ein Gegner. Ich muss mich aber gerade noch ein bisschen umgucken, ein bisschen orientieren, wie es eigentlich überhaupt aussieht. Also, wir sollen auf jeden Fall da hoch. Das ist das Ziel. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wir klettern im Idealfall über die... Ob ich da hochkomme? Ja, das... Da war... Erreichen wir den Aussichtspunkt. Und jetzt gucken wir uns das ganze Ding hier mal ein bisschen genauer an. Noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte... Die Okkultistin Lucy Thorne. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund. Der Wissenschaftler David Brewster. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Ich glaube, das dürfte der nächste Endgegner sein. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Okay, dann vermute ich, dass wir den auch töten müssen und sie. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Ja gut, das ist die nächste Frage. Seien Sie ein Assassiner? Assassinen Shackles, also wenn Sie gefällig Gebiete aus einer erhöhten Position infiltrieren. Setzen Sie das Adlerauge L3, was ich ja immer wieder gemacht habe, dieses, wenn ihr da rüberblinkt. Um einen Schleichattentatsgegner zu identifizieren. Versteck und nützliche Objekte werden weiß hervorgehoben. Ach, dann war das immer ein Versteck. Okay, hier sind Gegner. Zumindest ein paar. R2, L und Kreis. Gute Nacht. Klonk. Der eine ist ja schon tot und den anderen hole ich mir jetzt gerade schnell hinterher. Gute Nacht. Wieder runter an Deckung. Und weiter geht die Reise. Da ist noch einer, den sehe ich schon. Ah, warte mal, ich hoffe, dass ich den jetzt... Ja, warte. Okay, gucken wir mal. Nee. Das war...
Frage ist, ob ich den... Ah, komm, scheiße. Ah, was ist das? So, gute Nacht. So. Weiter geht's. Ja, es war natürlich alles andere als clever, den jetzt da irgendwie rauszuholen, aber... Oh, da ist wieder zwei. Sehe ich das gerade richtig? Gefühlt, ja. Okay. Ich gucke gerade mal. Das sind auch alles nur Level 1, ja? Gegner mit hängenden Fässern töten. Scheiße. Ich hätte gerne den zweiten noch mitgenommen. War das jetzt genug? Warte mal, ich hol mir die gerade. Die zwei habe ich schon umgesehen. Ich muss mal ein bisschen leichten durchsuchen hier, damit ich überhaupt noch. Ich weiß, dass da oben noch zwei Gegner stehen. Das ist mir klar. Oh ja, der einzige. Ich brauche dringend ein Messer, weil dann kann ich ein bisschen aus der Hinterhand, aus dem Hinterhalt arbeiten. Keine Sorge, meine Freunde, euch kriege ich noch da oben vier. Wunderbar. Den hab ich doch, hab ich den noch schon durchsucht? Ne, hab ich den doch. Den nehmen wir mal mit. Dann haben wir, glaube ich, alle hier oben. Ja, mal gucken, ob wir den hinkriegen. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, komm, wir holen jetzt die beiden Jungs. War klar. Okay, das ist ein bisschen sehr weit weg gewesen. So, ich muss mich gerade ein bisschen... orientieren. Sind die noch irgendwo Feinde? Da unten. Ich gehe mal wieder hoch, dann fühle ich mich ein bisschen am wohlsten, weil hier nicht viele Feinde runterkommen. Vor allem haben die keine Gewehre, das ist das Gute. Also noch nicht. Vermute ich zumindest, ich weiß es nicht. Ich würde schon den einen Organe mitnehmen, der steht nämlich hier. So? Ich gehe vor allen Dingen auf Nummer sicher, um mir noch mal, um ein bisschen Ruhe zu haben hier. Und hier noch zwei Hansels. Ich habe mal gerade nicht. Ich orientiere mich nur gerne ein bisschen. Ob ich jetzt immer pro Folge, pro Mission eine Folge mache, weiß ich noch nicht. Ah, hier. Okay. Hat hier nichts zu suchen. Tschüss. Moin. Meinst du? Nö, das glaube ich nicht, dass das für mich war.
So, du hast noch ein bisschen was gehabt für mich. Jetzt hole ich mir mal kurz eben diese Schatztruhe hier, die hier hinter ist. Und dann hole ich mir deinen Kumpel. Einmal das. Das haben wir hier bekommen. Wurfbesser 3 Stück. Ja, wunderbar. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Warte mal. Ja, da unten ist noch einer, ne? Sehe ich das richtig? Weg mit dir. Ah, den kriege ich. Okay, und dann sind das 2 hier noch. Ah, komm, die kriegen wir schon irgendwie noch. Dein Kumpel hole ich mir so. So, und tschüss. Ja. So, nächster Teil, den hole ich mir auch noch den Kollegen hier. Vor allen Dingen habe ich dann einfach mal ein bisschen Ruhe im Spiel. Und das mag ich halt. Ich bin halt jemand, der sich gerne mal ein bisschen durcharbeitet oder also durcharbeitet, wie gesagt, genau. Das war einer. Ja, komm, egal. Sind halt nur 2. Ich kriege mal schon gesehen. Bisher. Kommst du jetzt? So, mein Freund. Achso, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Rot am Schlag, erledigt. So, nix. So, dich nehme ich noch kurz aus. Dann nehme ich noch einen Kollegen hier mit ihm kurz aus. Der hat bestimmt noch was Schönes für mich. Der hat gar nichts für mich zu benutzen. Benutzen Sie. Okay. So, dann gehe ich da hoch. Aber ich, das ist schön. Das ist ganz so gut wie überall hochklettern. Gut, dann nehmen wir das Dachfenster jetzt ein, ne? Ah, das früh. Okay, der da. Warte, kriege ich den Patentrap weg? Ja. Ein geheimes Laboratorium. Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Da hinten steht noch einer, aber der ist gerade für mich eher uninteressant. Henry Green! Oh, Henry Green. Wer ist das? Du spielst mit deinem Seelenheil, Freundchen. Genau das sagte meine Mutter letztens, als ich zum Boxkampf kam. Ich hol mir mal deine Freunde kurz. Dankeschön. Erledigt. Aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als wer? Ja, nee, ist klar. Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ha. Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, der wird sich schulden wahrscheinlich irgendwie selber befreien. So, okay. Den Schlüssel aufspüren. Dann weiß ich, dass hier unten noch immer einer war. Die Frage ist, wo ist der? Ich sehe jetzt gerade nicht. So, runter damit. Okay, der ist. Ah, hier. Sind sie noch.
die hole ich mir noch, die drei. Die hat hier nichts zu suchen. Die hat hier gar nichts zu suchen, mein Freund. Komm her. Ach, das glaubst du aber nicht. Kurz vor der Kamera aufgeführt. Dein Kuppel. Geh mal weg da bitte. Ich kümmere jetzt mal um Lady. Dann ist das der dritte, der noch fehlt bei mir. Und tschüss. So, erledigt. Einmal kurz hier looten noch schnell die Jungs und dann geht's weiter. Ah, perfekt. Wunderbar. So, die Frage. Nee, die Wache ist das. Warte mal, war das nicht drei? Hab ich. Warte mal. Fragen. Plündern, hier. Die haben vor allem Geld dabei. Ich habe schon 3.500 Pfund. Ich bin hier in England, in London. Oder zumindest in der Umgebung. Und ich mache es einfach der Vollständigkeit halber. Vor allen Dingen gibt es auch gute Ferien. Aber obwohl Ferien fertig ist, können wir nämlich nicht eigentlich schon wieder ein. Fortschrittsbuch da. Eigentlich auf Fortschrittsanzeige. Warte mal. Mobilität und Verschwörung. Ah, den einen war schon tot. Den, okay. Ne, leider. Ich dachte, wir können jetzt hier irgendwas machen. Aber nee. Okay. Ich dachte, mir wäre jetzt irgendwie eine Möglichkeit, mal ein bisschen Fertigkeitspunkte einzusetzen, aber ich habe noch keine bekommen. Obwohl ich ja die erste Mission schon abgearbeitet habe hier. Na gut, egal. Alles gut. Jetzt mal einen Adlerblick ein, damit ich mal einfach weiß, ob hier noch irgendwer mir gefolgt ist. Nö. Überhaupt nicht. Okay. Da müssen wir da hoch. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Einmal. Hep. Ich spiele aber die PS4-Version für die Leute, die es interessiert. Ach, da unten hängt noch einer. Ach Gottchen, den habe ich auch ganz übersehen. Tut mir leid, Kollege, aber dass ich dich muss ich doch töten. Das ist, Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorne wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Hey, scheiße. Okay, dann habe ich schon die Wache gefunden. Während der hier putzt, loote ich mal kurz die Wache weg. Ah, komm, die haben wir noch. Wie ist denn der? Der hat doch gerade mit ihm sich unterhalten, hier noch, oder nicht? Habe ich das falsch gesehen? Arme kleine Ratten. So. Soll ich dich hier mit dem Kollegen noch unterhalten hier? Da! Naja, jetzt nicht mehr. Nehmen wir den mit und dann holen wir uns den Schlüssel und dann geht's ins Labor. Man kann sagen, es wäre ein bisschen zu wenig um. Der hat auf jeden Fall was Wichtiges für uns, den nehmen wir mit. Erinnerungsgegenstand erhalten. So, den Eingang zum geheimen Labor, das sind 140 Meter von hier, das ist immer gut. Immer wieder den Adlerblick einsetzen, immer mal wieder gucken, ob wir nicht irgendwo irgendwas Wichtiges haben oder übersehen haben. So rum. Feind oder so weiter. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir den kriegen würden. Wenn wir hier ein bisschen uns ohne Probleme durch haben. Bis jetzt läuft es ja ganz gut. Nee, das ist keine Schatzrolle, die irgendwie zu öffnen ist. Dann ist da nichts Wichtiges drin. So gucken. Ist ja irgendwo noch Feldpräsenz. Ne, alles klar. Weiter geht's. Hold up. Ja gut, wir haben die Mission noch und wir haben den Booster, den Professor. Aha. Feldpräsenz, dachte ich doch. Okay, Minimum einer. Wie soll er herkommen? Ist mir wurscht.
Der hat es überhaupt nicht mitgeschnitten, dass wir da kommen. So, fall um. Bist tot. Da ist noch einer. Bin ich hier gerade raus, ist hin? Nee. Da ist noch einer. Ach, leg mich doch am Arsch. Ernsthaft, jetzt kommt wieder. Jetzt kommen noch ein paar Leute. Oh nein! Papa, komm doch, mein Freund! Haben die jetzt echt gerade geschossen? Scheiße! Okay, unser erster Tod. Ja, das waren ein paar zu viele. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass die mir da alle auf einmal auf mir zukommen. Ja, scheiße. Ich dachte, das wären irgendwie nur so 2-3 Stück, das wäre gewesen. Aber scheinbar waren das dann doch ein paar mehr. Okay, dann müssen wir uns nochmal neu finden. Ich habe jetzt fünf Dinge. Ah, das ist das Moment, wenn ich einfach zu. Oder das ist der Moment, wenn ich jetzt einfach zu viel will. Du bist tot. Mal mit. Wurfmesser voll. So, tot. Da, die Jungs nehmen wir mal mit. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung noch klarkommen. So, weggearbeitet.
So. Nehmen wir mal mit, die... Wir sind bestimmt nicht alleine hier drin. Schauen wir gerade aber doch. Ich lasse die anderen jetzt aus, ein bisschen außen vor, die anderen Feinde. Das war mir dann doch immer zu viel, einfach. Achso, okay, das ist nur so ein Versteck. Okay. So, den nehmen wir mit. Das ist jetzt mir auch herzlich egal. So, dann gehen wir mal. Wir müssen irgendwo rein, hoch, wie auch immer. Ich gehe mal hoch. Müssen wir denn da lang? So, nimmt sich jetzt keine. Aber Geheimlabor, das kann sein, dass die da hinten, dass das da hinten ist, wo die ganzen Feinde sind. Oder sehe ich das gerade einfach komplett falsch? Moin, Freunde. Die hat hier nichts zu suchen. Fahr zur Hölle. So, die nehmen wir mal mit, die Jungs. So, die komische Kiste hier vorne, die... Das nehme ich mir mal an. Oh, es sind drei von denen. So, okay. Eingang. Kann sein, dass es hier unten lang geht, oder was? Das könnte wahrscheinlich sein. Ja. Geht doch da runter. Reingekommen, aber die Frage ist, was ist hier? Ja, das ist.
Aber wo zur Hölle könnte das sein? Ist das recht da hinten erst? Durch das Tor dadurch? Ah, ich fast jeder wette, dass das so ist. Weil das wird ja nicht umsonst da unten. Das muss ja nicht umsonst da lang gehen, oder? Ich weiß ich nicht. Nee. Gefühlt ja. Komm hoch. Ja, tut es auch. War es das oder kommt da jetzt noch mehr? Ne, ne? Schau mal, war es das. Okay, dann sind wir diesmal durch die Feinde durchgekommen. Ja, da waren sehr viele. Da stimmt wohl. Aber diesmal haben wir sie. Und ich gehe davon aus, dass das irgendwie damit zu tun hat. Ja, siehst, sag ich doch. Das war zu offensichtlich alles. Ne, warte mal. Den will ich... Ne, ne, ich leg dich mal wieder ab. Komm, mein Freund. Bleib mal liegen. So, okay, dann nehme ich den noch damit aus. Ich hoffe, dass ich den noch nicht habe. Den habe ich noch nicht, gut. Und wir holen uns nochmal zwei Waffenmesser. Ja. Und dann geht es weiter Richtung Labor. Aber da ist ein Mutter-Eingang. Okay. Ja, dann habe ich vor allem jetzt auch mal Ruhe. Wo muss hier der Eingang sein? Ne, der zeigt mir den ja, ne? Bin ich jetzt blöd oder was? Also muss er hier. Oder habe ich irgendwas noch nicht noch übersehen? Hm. Irgendwo. Muss ich doch irgendwas übersehen haben. Da oben ist ja der Eingang zu dem... Über das Dachfenster, klar. Also er hat mir das hier unten noch angezeigt, habe ich das, oder sich das gerade einfach komplett falsch. Ja, das ist einer. Du stehst doch nicht umsonst da, mein Freund. Genau. Ich wollte gerade sagen, du stehst doch nicht umsonst da hinten. Den habe ich gar nicht die ganze Zeit nicht gesehen, aber jetzt habe ich dich. Gut, dann machen wir das Ding immer offen. Nein, ich glaube auch nicht, dass wir ganz alleine sind. Aber ich glaube, ich habe eigentlich fast alle Gegner, die ich irgendwie unterwegs gefunden habe, mitgenommen. Die habe ich mir geholt. Gefahr. Kopf über wird gearbeitet. Aha. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Komm. So, mal den Aufzug auf. Und weiter geht's. Mhm.
Wir haben 2 Fähigkeitspunkte erhalten. Yay. So, Fähigkeitsupdate. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Mastereigniserinnerung und Aktivitäten erschließen. Pro 1000 EP erhalten sowohl Jacob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Wir haben die Fähigkeit, nur mit Jacob und Evie höhere Level zu erreichen und dessen Ausrüstung nutzen zu können. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Kampf, Schleichen und Ökosystem. Das sind unsere Aufgaben. Multi-Inrichtung. Dann Betäubungsangriff. Konter. Geräte-Kombo. Aha, okay. Das haben wir ja alles. Haben wir das nicht alles schon irgendwie frei? Haben wir das nicht schon alles? Das könnten wir hier kaufen. Dann machen wir das Doppelattentat erstmal. Kaufen, ja. Doppelattentat erhalten. Okay. Drücken Sie 4, kommt 2 Gegner nebeneinander stehende ahnungslose Gegner gleichzeitig leise zitten zu können. Sehr gut. Sie bringen Gegner so eine. Die verüben. Aha, okay, dann nehmen wir das nämlich direkt als nächstes mit. Beute-Takedown erhalten. Dann brauche ich nicht immer direkt auch mit Looten, aber. Gut, nee, passt. Dann haben wir das soweit. Und das müssen wir jetzt lernen: diesen Doppelkill mit Viereck. Nehmen Sie beide mal mit. Moin, meine Freunde. So, das Gute ist, dass wir sie direkt auch gelootet haben. Ronny, hat das nicht Zeit bis morgen? Nein, hat das nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und die Männer sind gut. Okay, der hat uns jetzt. Ist jetzt eh egal. Aber, ne, okay, ich dachte, er hat sich mit irgendjemandem unterhalten, aber scheinbar hat er sich nicht. Und ich glaube, ja, ich weiß, dass wir da jetzt lang müssen. Ich gucke nur gerade nochmal an mich um. Granaten? Sind keine Granaten, sind Fässer. Moin und gute Nacht. Doppelattentat. Wieder ein neues Morphmesser. Und ein bisschen Kohle haben wir gekriegt. Okay. So, mich ein bisschen orientieren. Da ist wieder eine Kiste. Sir David Brewster. Das ist der verrückte Professor. Wurfmesser und Rauchbomben. Okay. Ja, Wurfmesser sind immer gut. Wurfmesser sind immer gut. Vor allem, weil die auch ein bisschen was zur Entfernung was machen können. So, ich muss den komischen verrückten Professor jetzt ein bisschen aufspielen. Mal gucken, wo der wo. So, gucken wir mal, wo der rumsteigen könnte. Ich vermute, dass wir da lang müssen. Geradeaus durch, weil da irgendwo was offen ist. Das kann also theoretisch nur der einzige, momentan meiner Meinung nach, logischer Weg sein. Was erwähnt, dass uns der Weg direkt angezeigt. So. Da ist der gute Kerl. Edensplitter. Hören Sie die Stromstärke. Eliminieren David Brewster. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Okay. Ich glaube, so eine gute Idee ist das nicht. Aber ich muss den Typen, glaube ich, jetzt so schnell wie möglich eliminieren. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt runter?
ich da durch? Nee, komm ich nicht. Ich muss da irgendwie rein, weil dann kann ich es machen. Jetzt ja. Den wollte ich haben. Den nehmen wir noch mit. Ich muss nur orientieren. Gut, es ist keine Zeit wieder. Scheiße. Gut, gut, gut. Alles gut. Du sagst bitte nichts jetzt hier gerade. So, wo ist der Typ? Okay, es sind noch... Jajajajajajaj. Ich muss mal hier hoch. Erledigt. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen... um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ja, alles klar. So, schön das Blut mitnehmen. Und jetzt halt, muss ich wahrscheinlich mich hier noch verziehen, ne? Ei. Bin schon dabei, aus dem geheimen Labor noch. Und weiter. So, das war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. So, da durch, genau. Wie schon in der ersten Mission müssen wir ja auch hier wieder entkommen. So, hier unten runter durch. So, da durch. Ah, wunderbar, okay. Jetzt stellen wir mich da irgendwie hoch. Ja, perfekt, wunderbar. Gut, gut, gut. Und dann haben wir es. Dann haben wir es geschafft. Sequence 2, ein einfacher Plan, ist abgeschlossen. Wir haben nicht alle Gegner mit den Fässern getötet, uns fehlt einer insgesamt, aber letztendlich ist es egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit Sequenz Nummer 3.